Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zum finalen Part von Blank Dream. Kleine Info vornab, diesen Part werde ich nicht splitten wie die anderen Enden, sondern werde das Video in der kompletten Länge hochladen. Ganz einfach aus dem Grund, ich glaube, ich habe euch lang genug auf die Folter gespannt. Ich habe jetzt auch 2 Tage hier rumgebastelt, wie ich das Ende hinkriege, musste mich dann nochmals belesen, aber gleich dazu mehr. Ich weiß, dass einige unter euch ziemlich demotiviert sind, wenn so ein langes Video halt hochgeladen wird, gerade Whitesea und so weiter. Kleiner Kompromiss, Whitesea, ich pack dir einfach die Zeiten in die Videobeschreibung und da kannst du einfach das überspringen, was du schon gesehen hast, oder springst dann halt gerade dann zu dem Ende, wenn du das sehen magst. Ich meine, es ist immer ganz gut, das Ganze zusammenhängt, nochmal mit aufzugreifen, weil die Atmosphäre das halt hergibt. Was ist bis jetzt passiert? Ich habe mit Yuzu und Ryotaro alle Spiegel abgeguckt, habe mir aber die finalen Räume noch nicht angesehen. Das ist die Voraussetzung, dass ich die beiden wirklich abfrühstücken kann. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich mit Ryotaro erst die Spiegel angucke und dann schon in den finalen Raum von Tamaki gehe, komme ich gar nicht mehr in diesen Raum hier rein, wo ich gerade mit der guten Yuzu umherlaufe. Ja, deswegen auch für diejenigen, die das Spiel selber mal spielen wollen und das beste Ende erreichen wollen, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Sehr gut. Ich werde auch nochmal die ganze Szenerie mit übersetzen, das heißt das Gespräch mit Tamaki, auch das Gespräch dann mit Rinzu, allein um die Atmosphäre für das letzte epische Ende noch mit einzufangen. Jep, wir öffnen die erste der beiden letzten Türen. Wir wissen ja mittlerweile, dass es 2 gibt. Ist dort jemand? Du bist... Einst gab es einen großen Maler. Er war bekannt als ein verrücktes Genie, Rinzu Usui. Hä? Sie kannten meinen Großvater? Warte, Mishiro, es sieht so aus. Vielleicht kann sie uns ja gar nicht sehen. Rinzu hatte eine Frau, aber hatte auch eine Affäre mit einer Bediensteten. Mit seiner Frau hatte er ein Kind namens Shinji. Mit der Bediensteten hatte er auch ein Kind, Tamaki. Die 2 Kinder von Rinzu waren von 2 verschiedenen Müttern geboren worden. Hä? Tamaki war ein uneheliches Kind aus einer Affäre. Aber da Shinji kein Interesse in die Kunst zeigte, war Tamaki oft der Liebling von Rinzu, der wiederum sehr großes Interesse in die Künste hatte. Tamaki ist ein Mädchen, Entschuldigung. Also Tamaki hatte halt sehr großes Interesse in die Künste. Tamaki lernte die Kunst von Rinzu und gab ihm tiefe Liebe. Und diese Liebe wuchs im Schatten der Usui-Familie. Aber diese nicht regulären Tage konnten nicht so weitergehen. Als Tamaki 12 Jahre alt wurde, erfuhr Rinzus Frau von ihrer Existenz. Rinzu ließ sich scheiden und gab Tamaki und ihrer Mutter die gleiche Liebe wie immer. Bis dahin war keine Tragödie passiert. Aber als Tamaki 18 Jahre alt wurde, machte Rinzu einen unverzeihlichen Fehler. Er hatte eine Liaison mit Tamaki, mit seiner eigenen Tochter, und schwängerte sie. Ja. Tamaki war tief getroffen und begann sich vor Rinzu zu fürchten. Und mit ihrer Mutter floh sie von ihm. Aber das Kind hatte nie etwas Falsches getan. Also entschied sie sich, das Kind von ihrem Vater auf die Welt zu bringen. Also bekam Tamaki ein Kind. Eine Tochter zwischen Vater und Kind? Also Vater und Tochter. Tamaki dachte, sie könnte kein normales Leben leben. Tamaki dachte, sie könnte kein normales, glückliches Leben leben. Aber glücklicherweise heiratete sie einen properen Ehemann, nenne ich jetzt mal. Das ist im Deutschen nicht so gebräuchlich, dass man sagt, ja, man hat eine tolle Hochzeit, das interessiert ja keinen, sondern dass man einen guten Partner findet.
Und sie hatten einen Sohn zusammen, also der Ehemann, von dem wir aus dem einen Ende schon wissen, dass er Seiji heißt. Und die hatten halt einen Sohn. Wie wir auch schon wissen, ist das Ayato. Und mein Nachbar klopft wieder lustig umher. Das nimmt der Aufnahme irgendwie gerade die Seriosität. Und Tamaki kam zurück auf ihre Füße. Wie auch immer. Sie tat es aber nie vollständig. Die mentalen Wunden, die Tamaki... erlitten hat, gingen tiefer, als sie sich das vorgestellt hatte. Als ihre nun erwachsene Tochter mit Rinzu begann, Kunst auszuüben, brachen die alten Wunden wieder auf. Und sie bekam ein Flashback von Rinzu. Und die Angst stieg wieder in ihr hoch, die sie vor ihm hatte. Tamaki weigerte sich einfach, ihrer Tochter Zuneigung zu geben. Es brauchte alles, was sie hatte, um zu vermeiden, dass halt alle negativen Emotionen auf sie, also dass sie ihre negativen Emotionen an ihr ausließ. Tamakis Verstand begann unter dem Gewicht zu zerbrechen. Und eines Tages tötete Tamaki ihre eigene Tochter. Oh. Tamaki zerbrach in 1000 Teile. Sie fühlte ein ungutes Gefühl nicht nur gegenüber Rinzu, sondern allen Usuis. Und nicht in der Lage, sich an die Hoffnung zu halten, zerbrach sie an den Schmerz hinter ihr. Rinzu starb an natürlichen Gründen ein paar Jahre später. Und da sie die Erbschaft als einzige Erbin eingetragen war, weigerte sie sich, dieses anzunehmen. Sie wollte es aber auch nicht dem ältesten Sohn zukommen lassen, Shinji. Zum Schluss, wo Tamaki doch ein gebrochenes Leben gelebt hatte und das ziemlich lange, fand sie ihr Ende. Als sie aber davon erfuhr, dass... Als sie aber erfuhr, dass ihr Sohn, den sie mit ihrem Ehemann hatte, sich mit Shinjis Tochter befreundet hatte. Du meinst, Tamaki versuchte, Shinjis Tochter zu töten. Die Usui, die es gewagt hatte, ihrem reinen Sohn zu nahe zu kommen. Aber als sie verrückt auf der Straße fuhr, um sie zu töten, sie hatte eigentlich versucht, Michiro zu töten, traf aber ihren eigenen Sohn. Das wissen wir ja auch. Tamaki begriff in diesem Moment, dass das Ende war. Sie nahm sich das Leben, um der Verzweiflung zu entkommen. Auf keinen Fall, das ist so beschissen alles. Jetzt die Seele dieser Frau ist jetzt hier gebunden. Nicht wie die anderen Seelen, die hierher gezwungen wurden. Tamakis Seele ist jetzt im Tod gebunden und sie kann nicht entfliehen. Sie muss sich den Fakten stellen. Das ist sicher ihre Bestrafung. Ich bin hier schon eine Weile. Ich kann euch zwar nicht sehen oder hören, aber ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber geht jetzt. Lass uns gehen, Michiro. Wir sollten hier nicht länger bleiben. Das war die Geschichte von Tamaki. Ihr ist Unrecht widerfahren und gab das Unrecht schließlich an ihre Tochter weiter. Sollten wir an den normalen Ort zurückkehren? Mit Tamakis Geschichte habe ich einiges begriffen. Was? Hä? Du hast einen ähnlichen Ort mit den Erinnerungen von Ryotaro gefunden?
Ich verstehe. Dann solltest du dort zuerst hingehen. Was ich zu sagen habe, kann warten. Genau. Das werden wir jetzt nämlich auch gleich tun. Wir schnappen uns Ryutaro. So. Aber wir wollten ja erst noch in den Raum gehen. Genau, ich war gerade kurz ein bisschen verwirrt. So, ganz fix einen kleinen Übergang gesetzt und schon sind wir vor dem Raum, wo wir den Rinzu treffen. Und die zweite große Tür wird auch geöffnet. Ist das Großvater? Sind Sie das? Rinzu? Einst gab es einen großartigen Künstler. Er war bekannt als verrücktes Genie Rinzu Usui. Rinzus Kunst war sehr begehrt und wurde für hohe Preise verkauft. Er hatte Status und Wohlstand. Großvater, worüber redest du hier? Und warum bist du hier? Warte, schau genauer hin. Ich denke nicht, dass er uns hören kann. Bald schon heiratete Rinzu eine Frau. Sie hatten einen Sohn zusammen, den sie nannten ihn Shinji. Rinzu teilte die Schönheit der Kunst mit seiner Frau und seinem Kind, aber sie zeigten nie großes Interesse daran. Rinzus Frau begriff seine Kunst einfach nicht. Sie interessierte sich nur für die Preise. Shinji genauso, wurde genauso praktisch erzogen, wie sie es war. Also war es fast normal, dass Rinzu eine Beziehung zu einer Bediensteten einging, die großes Interesse an seiner Kunst zeigte. Hä? Als Shinji 8 Jahre alt wurde, bekam Rinzu und das Kind ein uneheliches, bekam Rinzu und die Bedienstete ein uneheliches Kind. Wir wollen das nicht von wegnehmen. Sie nannten es Tamaki. Rinzu versteckte Tamaki vor seiner Frau und seinem Sohn Shinji und schaffte es, 2 Familien zu managen. Aber zwischen Shinji, welcher sich immer noch nicht für die Kunst interessierte, und Tamaki, welche ihn anbetete wie ihre Mutter, schenkte Rinzu Tamaki all seine Zuwendung. Dieses kam aber zu einem abrupten Ende, nachdem Shinji aufs College ging und Tamakis Existenz ans Licht kam. Rinzu bot seiner Frau, also Consolation, also ich glaube sowas wie eine Abfindung, bot seiner Frau eine Abfindung an und ließ sich scheiden. Shinji, bereits erwachsen, behielt den Namen Usui, eine weise Entscheidung. Er wusste, wie man lebte. Einige Zeit danach, als Tamaki, als Tamaki 18 Jahre alt wurde. Tamaki wird von Rinzu verehrt als eine Tochter und eine Studentin, so. Machte Rinzu den größten Fehler seines Lebens. Er begehrte seine Tochter Tamaki so sehr, dass er ein Kind mit ihr hatte. Tamaki und ihre Mutter verließen Rinzu und sie, schlugen jedes Geldangebot. Tamaki gebar und das Kind und zog es auf. Aber wer weiß schon die Details. Rinzu war nicht in der Lage, irgendetwas von dem Kind zu hören. 20 Jahre nachdem dieser Unfall passiert ist und starb Rinzu an einer Krankheit. Nichts Ungewöhnliches. Das Alter kommt für alle. Shinji war der älteste Sohn der Usui-Familie. Eigentlich der Inhaber des Vermögens.
Aber als er so darüber nachgedacht hatte, bevor er starb, hat Renzo hat er seinen letzten Willen zugunsten von Tamaki geändert. Die Erbschaft? Also hat der Boss mit Tamaki darüber gestritten. Die Seele des alten Mannes ist jetzt hier gebunden. Nicht wie die anderen Seelen, die hierher gezwungen wurden. Der Erschaffer dieser Welt weiß warum, aber es scheint, dass ein toter Kerl noch etwas mit mir zu tun hat. Also Business with me, dass er noch etwas, eine Rechnung mit mir offen hat. Aber gut, ich muss meine ewige Sünde, ich muss meiner ewigen Sünde begegnen. Und ich denke, ich habe ein langes Nachleben vor mir. Das ist alles. Tut mir leid für die lange Geschichte. Besucher sind sehr selten. Ich kann euch nicht sehen oder hören, aber ich weiß, dass ihr da seid. Lasst es euch gut gehen. Tote Seele. Tote Menschen und Seele. Hä? Lass uns gehen, es gibt hier nichts mehr zu tun. Aber es ist in der Tat so, die Geschichte hat sich wiederholt. Wir gehen zurück. Was, Yuzo hat auch ihre Erinnerung zurück? Dann scheint es, dass diese Geschichte zu einem Ende kommt. Na, lass uns zurückgehen. Was aber halt auffällt, ist die Tatsache, dass Rinzu seiner Tochter Gewalt angetan hat. Und genau dasselbe hat Tamaki mit Uzuru gemacht, ihrem Kind. Es ist wirklich eine Schleife. Ich verstehe es noch nach wie vor nicht, wieso Menschen eigentlich so dämlich miteinander umgehen. So, aber bevor wir jetzt mit den Zweien sprechen, habe ich noch etwas anderes zu erledigen. Ich hoffe, das geht an diesem Punkt noch. Das hatte ich jetzt nämlich nicht probiert. Wir machen das ja quasi live. Denn es gibt wohl noch einen Spiegel. Einen Spiegel, der ja nur noch einem gehören kann. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auf Anhieb hin. Denn der Teddybär weist ja darauf hin, überall wo wir bis jetzt Spiegel gefunden haben, waren auch Teddybären. Und ich glaube, dass dieser Teddybär, den wir da in der Ecke gesehen haben, auch ein Hinweis darauf ist. Da ist eine Leiter dahinter. So. Wir haben eine Rüstung, die noch nicht vollständig ist. Da ist ein wunderschönes Gemälde in der Box. Ich glaube, jetzt haben wir nochmal eine kleine Horrorerfahrung. Wir nehmen mal noch nichts. Das sieht bis jetzt nicht gut aus. Eine wunderschöne Rüstung. Ein marvelloses Schild. Da muss etwas Metallenes fixiert sein. Und wir haben noch das Schwert. So, wir nehmen das Gemälde und sie ist sehr überrascht über die Dicke des Rahmens. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob der gleich auf uns losgeht. Wahrscheinlich schon. Wir haben ja gelernt, dass eigentlich Rüstungen böse sind. Wir haben das Schwert dorthin gehangen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir das Bild jetzt aufhängen sollen. Hier draußen ja wohl nicht, das würde wenig Sinn machen. Wo hängen wir das Bild auf? Können wir das Bild da vielleicht hinhängen? Okay, weil ich habe das Gefühl, wenn wir das Falsche dorthin hängen, dass wir nicht lebendig aus dieser Tür rauskommen. Oh!
In der Tat, Dead End, wer hätte gedacht? Zum Glück habe ich ja gespeichert. Gut, dann nehmen wir doch das westerne Schwert. Ups. Denn ich habe zwar nie gesagt, dass ich ein Komplett-Walkthrough machen möchte, aber... Jetzt bietet es sich doch einmal an, wenn wir schon so viel getan haben bisher hier. Super, wir hatten damals wohl offensichtlich noch nicht alle Events getriggert, als wir hier vor dieser Schattenkreatur geflüchtet sind. Warum wir eigentlich überall Leitern sind, erschließt sich mir auch nicht. Dann nehmen wir hier das Gemälde, dann hängen wir hier das... Huch! Entschuldigung. Das Schwert daran, da haben wir eine Rüstung, ein Schild, ein Schwert. So. Die Dicke des Rahmens. Ah. Aber was hat es mit dem Bild jetzt auf sich? Der Spiegel zeigt die Reflexion von jemanden. Es ist definitiv nicht sie. Aber Michiro fühlte sich als so, als ob sie hineinsehen könnte. Na, dann tun wir das. Was sollen wir mit diesem Gemälde noch machen? Wir kriegen das ja nicht einfach so. 13 Jahre zuvor. In einem... In einem Hotel. Dieses ganze Gerede über eine Reise zusammen. Das war doch dein Ziel. Solche Reisen sind notwendig, um deinen Körper und deinen Verstand auszuruhen, weißt du? Und die Kinder scheinen damit heutzutage auch Spaß zu haben. Sie schlafen dann einfach so ein. Das ist doch auch was Gutes für dich, oder? Also Tamaki, würdest du das nicht begrüßen? Lass das bitte fallen. Utsuro ist mein Kind. Aber Seiji hat mir gesagt, dass du den Schatten deines Vaters vor kurzem gesehen hast, Utsuro. Hä? Seiji, du hast ihm das gesagt? Tut mir leid, aber du siehst so... Fruit Trade, keine Ahnung, was das ist. Er kennt die Situation. Also dachte ich einfach, ich sollte mit ihm darüber reden. Tamaki. Das größte Gedankengut, das du hast, ist das etwa Kunst? Das ist Kunst, nicht wahr? Utsuro ist mittlerweile 8. Von jetzt an wird sie mehr in der Schule zeichnen. Wie wär's, wenn du Utsuro mit deiner Mutter verlässt, bis sie alt genug ist, das in Ruhe zu verkraften? Es wird in Ordnung sein, wenn ich, ihre Mutter, sie nicht beschützen kann. Wer wird es dann? Ich denke, du hast recht, Tamaki. Aber ich habe das Gefühl, dass du an dieser Stelle kollabieren wirst. Was wird dann aus Ayato werden? Niemand ist perfekt. Also musst du nicht alles allein tragen. Und besonders deine Bürde ist um einiges schwerer als die meisten. Aber ich möchte immer noch aushalten. Ich möchte unsere Familie aus 4 Personen nicht zerbrechen. Tamaki, Shinji, Chika. Ich werde Tamaki, solange es geht, unterstützen. Lass es mich einfach nur ein bisschen länger versuchen. Seiji. Wenn ihr zwei darauf besteht, werde ich euch nicht stoppen. Aber behalt es bitte im Kopf, Tamaki. Du hast bereits sehr viel geopfert.
Also bevor du zusammenbrichst. Richtig. Oder in Ordnung. Chica, ey. Wer war denn jetzt nochmal Chica? Dessen bin ich mir gar nicht so sicher. Hm? Obwohl es sehr unklar war, schaute Michiro in den Spiegel. Sie konnte sagen, dass es nicht ihr Spiegel war und trotzdem... Da ist jemand im Spiegel. Und jetzt könnte es doch eigentlich passieren, dass sie wiederkommt. Huch, oh Gott. Sorry, das war gerade das Telefon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schattenmädel das so einfach hinnimmt. Dass wir jetzt ihr Spiegel-Dings gesehen haben. Und wir haben noch das Bild. Und die Framerate spackt rum. Das heißt, hier rennt noch was durch diesen Irrgarten. Oder bilde ich mir das ein? Okay. Aber wieso haben wir jetzt das Bild? Was hat es mit diesem Ritterporträt auf sich? Ach so. Das war einfach nur, um uns zu verwirren. Man hätte es jetzt gar nicht aufnehmen brauchen. In Ordnung. Okay, netter kleiner Ausflug. Gut, das heißt, wir haben noch ein paar Infos bekommen, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert war. Es ist schwierig, wenn da drei Leute miteinander reden, aber man weder Namen hat, also kaum Namen erwähnt und... Ach, weiß auch nicht. So. Gut, dann lassen wir die jetzt mal alle erzählen. Mit wem fangen wir an? Wir fangen mit ihm an. Denkst du, du kannst diese große Tür öffnen? Du hattest ja keine Schwierigkeiten mit dem anderen, also mit der großen Tür in dem anderen Raum. Also sicherlich kannst du sie öffnen, wenn du deinen Verstand nur zusammennimmst. Ach so, jetzt erzählen die uns aber nicht die Geschichte. Sag, Michiro, denkst du, dass du diese Tür öffnen kannst? Du hast doch die andere auch geöffnet. Ich bin mir sicher, dass du das hier auch kannst. Okay, sie wollen uns nichts weiter erzählen. Dann öffnen wir die Tür. So. So, sie ist aufgegangen. Dann ist der Pfad für dich ja klar. Du, und jetzt endet es damit, dass du uns allen den Arsch gerettet hast, Michiro? Ohne dich bezweifle ich, dass wir irgendeinen Spiegel gefunden hätten. Du hast das Recht, jetzt zu wissen, was ich weiß. In der Tat, ja, ich wollte dich kennenlernen. Ich musste mit dir reden. Ich weiß ein oder zwei Dinge über deine Eltern. Ich muss dir auch etwas erzählen. Darüber, wer ich bin und warum ich hier bin. Und über Tamakis Tochter. Warte. Wer ist das? Verschwindet. Stopp. Hört auf, hier rumzuschnüffeln. Gebt mir meine Welt zurück. Rennt ihr zwei, rennt durch die Tür. Wir nehmen sie also mit. Boah, was? Verfolgt die uns etwa? Wir werden später reden. Rennt einfach irgendwo hin, wo ihr euch verstecken könnt. Wie jetzt? Ich will mich auch verstecken. Ah! Oh Gottes Willen. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wüsste, dass das beste Ende kennt, wie noch was Bösartiges bereithält. Sieht so aus, als ob wir gerade so davongekommen sind. Dann hören wir erstmal Yuzu zu. Okay, dann lass uns mal starten. Es wäre schön, wenn die beide so reden könnten. Ich weiß jetzt ja nicht. Ah, doch, wir reden ganz gemütlich in der Gruppe. Sind wir jetzt sicher hier? Ich fühle nicht mehr, dass sie uns verfolgt. Was zur Hölle war das? Darüber möchte ich gerne reden. Ich weiß, wer das ist. Sag, wer?
Ich bin Yuzu Hanasaki. Eine Mittelschülerin, welche mit 15 Jahren Suizid am Mirror Lake begangen hat, also am Spiegelsee. Der Grund, warum ich mich selbst getötet habe, um mich in das Nirvana zu stürzen, um ein Mädchen zu treffen, das ich liebe. Jemand hat sie am Spiegelsee getötet. Es hatte mich sehr traurig gemacht. Also habe ich alle Bücher über schwarze Magie gelesen und tötete mich selbst, um in das Afterlife zu kommen. Am gleichen Ort zu sterben, exakt ein Jahr später. Es sagte, das würde funktionieren. Ich denke, es ist eine andere Art Afterlife, als es in dem Buch beschrieben war. Aber zum Schluss kam ich in diese Welt. Aber es scheint, dass hier etwas passiert ist. Dieses Mädchen, sie sagte immer, dass sie jemand war, der niemals hätte existieren sollen. Ich habe es immer seltsam gefunden und fragte mich, warum das so war. Aber ich habe es herausgefunden. Sie war geboren als ein Mädchen. Sie war geboren von Tochter und Vater. Zwischen Tamaki Hinohara und Rinzu Usui. Ihre Geburt war tabu. Das war der Schatten. Das ist der Schatten von Utsuru Hinohara. Auch als das, was sie ist, kann ich das nun mit Bestimmtheit sagen. Weil mein Wunsch war, Utsuru noch einmal zu treffen. Utsuru Hinohara. Das ist Ayatos Schwester. Das wissen wir mittlerweile. Aber um mit den Augen... Aber wenn man sie sich ansieht, wie sie jetzt aussieht, frage ich mich, wie ihre Geschichte hier aussieht. Aber ich kann noch nicht weggehen. Ich muss mit Utsuru noch einmal direkt sprechen. Oder mein Wunsch wird nicht erfüllt werden. Gebt es zurück. Diese Stimme. Lasst uns rennen. Wir können jetzt nicht einfach reden. Wir müssen rennen. Okay. Wo ist sie denn? Ich schon wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Lass mich einen Weg finden. Hey, so schwierig ist das gar nicht. Dann reden wir jetzt mal mit ihm. Sie ist echt hartnäckig, oder? Wenn ich an ihrer Stelle wäre, hätte ich schon lange das Handtuch geworfen nach all dieser Verfolgerei. Okay. In Ordnung. Oder hätte ich jetzt doch wieder Yuzu erzählen lassen sollen? Oh Gott. Na gut, aber... Oh, scheiße, ich habe drüber gespeichert. Okay, das wird schon richtig sein. Es gab nämlich keine weiteren Informationen zum guten Ende. Ich glaube, das ist eigentlich wurscht, welche Reihenfolge wir machen. Lass uns beginnen. Oh, wir sitzen wieder gemütlich. Gemütlich beieinander. Finde ich gut. Haben wir sie abgehängt? Scheint so. Ich denke nicht, dass sie uns im Moment verfolgt. Ich denke, das Ziel ist so nah. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Aber ich möchte hier einfach nur raus. Ich bin Ryotaro Sengoku. Jüngerer Bruder von Son Goku. Ich meine natürlich Chika Usui. Und Chika Usui genau ist ja die Mutti von Mishiro. Mir fällt noch gerade auf, dass ich den Namen nicht in die Figurenkonstellation mit reingenommen habe. Ah gut, aber das ist so essentiell wichtig ist es ja nicht. Aber ich kann es für das Video, was wir danach machen, kann ich es ja nochmal abändern. Nur auf Facebook ist es jetzt falsch hochgeladen. Naja, komm, Chika ist jetzt ja nicht so wichtig. Denken eh nur alle, dass das eine ganz böse Hommage auf Five Nights at Freddy's ist. Jüngerer Bruder von Chika Usui, Mishiros Mutter. Und Untergebener ihres Vaters, Shinju Usui. Okay. Ich kannte dich schon eine Weile von einer Neujahrskarte, die mir meine Schwester geschickt hatte. Um ehrlich zu sein, ich fand dich süß.
Also jetzt nicht wirklich in dem im romantischen Sinne, aber natürlich war ich von deiner Schönheit schon eingenommen, denke ich. Aber als ich meinen Boss über dich fragte, hat er mir gesagt, dass du ziemlich traurig bist und immer so vor dich hin mopst. Also dich beschwerst. Also kürzlich, dass das eine kurze so geht. Und jetzt weiß ich auch warum. Du hast jemanden in der Mittelschule verletzt. Und meine Schwester hat dich daraufhin in Ketten gelegt. Das ist richtig. Mein Chef hat mich in euer Haus eingeladen. Und ich war ehrlich daran interessiert, dir zu helfen. Also zu versuchen, dir zu helfen. Es hat mich sehr traurig gemacht, mir vorzustellen, dass so ein wunderschönes Mädchen herummobt. Der sagt das einfach so, ohne eine Sekunde der Verzögerung. Jetzt hier keinen Spaß machen. Das ist das Ende. Hä? Aber ich starb, bevor das passieren konnte. Wir sind in einem Feuer in dem Arbeitsgebäude gefangen genommen worden. Ein Feuer? Ja, ich war mit deinem Vater unterwegs. Nachdem, naja, war ich immer etwas überrascht. Also gespalten, also getrennt vom Willen. Ach so, nee, das meinen die ja. Die meinen ja nicht dieses Part im Sinne von trennen. Aufgrund seines Wunsches hin wurde er eine Seele und floh dorthin, wo du warst. Für ein Jahr und so weiter zwischen Tod und zwischen meinem Tod und deins. Mein Geist hat dich wohl heimgesucht. Was? Aber ich konnte das ja gar nicht kontrollieren. Ich weiß ja nur vage, was da überhaupt passiert ist. Für dich, als ich dich auf dem Foto sah, entschied ich, dass sowas Wunderschönes es wert ist, dass man es beschützt. Auch nach dem Tod hatte ich den Wunsch, mit dir zu reden, wenigstens ein letztes Mal. Das war also dein Wunsch. So ist es. Und jetzt ist er erfüllt. Indem ich dir gefolgt bin, bin ich in dieser Welt gelandet und in dieser Welt wurde mein Wunsch, ohne dass ich es bemerkt habe, wahr. In der Tat, in dem Moment wurde mir mein Wunsch klar. Und ich fühlte, dass ich mich jederzeit von dieser Welt befreien könnte. Also gehst du? Naja, ich bin so weit gekommen. Ich würde gern sehen, wie diese Geschichte ausgeht. Michiru, die harten Umstände, die du hattest und der Fakt, dass du jetzt tot bist. Es fühlt sich nicht so an, als ob es irrelevant für mich ist. Ich kann dir ja nicht sagen, gib deinen Eltern keine Schuld. Aber ich möchte einfach nur, dass du weißt, er möchte einfach nur, dass wir Bescheid wissen. Ich kann dich nicht dazu zwingen, etwas zu verstehen oder zu sympathisieren, aber bis jetzt sollst du wissen, dass dein Vater sehr besorgt um dich war und es immer sehr bereut hat, dass er nicht mehr Zeit mit dir verbracht hat. Er konnte halt nur nicht beides auf Reihe kriegen. Er konnte sich nicht um dich kümmern und gleichzeitig um die Erbschaft kümmern. Deine Mutter hat mit deinem Vater zusammengearbeitet, um einen Beweis zu finden, dass das Usui-Vermögen zu ihnen gehört. Vielleicht ist sie daran gescheitert, ihre Kraft richtig einzuteilen. Vielleicht war sie auch nicht ruhig. Aber sie hatte nie einen kranken Willen, oder eine kranke Absicht, dessen bin ich sicher. Ich bin mir sicher, nachdem der Boss und ich gestorben sind, leidet sie sehr darunter, dass sie ihren Ehemann und Bruder verloren hat und kämpft um ihre Familie. Dein Vater und deine Mutter sind vielleicht etwas faul gewesen, aber sie waren niemals kaltblütig. Das möchte ich einfach nur, dass du das weißt. Es ist wahrscheinlich jetzt zu spät, das zu sagen, aber lasst uns weitergehen.
Diese Tür bist du in der Lage zu öffnen. Ich bin mir sicher, da ist etwas sehr Wichtiges für dich drin. Wenn ihr mir das alles erzählt, also warum sollte ich dann noch meine Existenz auslöschen wollen? Okay, das war's doch jetzt aber noch nicht. Die verfolgt uns doch weiter. Die hat das doch noch nicht aufgegeben. Und höchstwahrscheinlich können wir sie somit auch befreien. Können wir jetzt? Meine Pflicht ist getan. Den Rest lege ich in deine Hände. Verfolgt dich Utsuru Mishiro? Aber warum in der Welt sollte sie das tun? Tja, das werden wir jetzt erfahren. Wir öffnen sie die letzte Tür! Das letzte Tor. Wuhu. Und treffen. Zum Schluss. Hä? Hey! Ayato! Warum bist du denn jetzt hier? Weil diese Seele... Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Ende schon übersetzt habe. Also diesen Teil des Endes. Aber egal. Weil diese Seele notwendig ist, um deinen Wunsch zu erfüllen. Dun dun dun! Hä? Hallo, eigenes Ich! Du hast erfolgreich alle Spiegel zerbrochen. Dein Wunsch wird in Kürze in Erfüllung gehen. Das klingt irgendwie wie auf dem Bahnhof. Sehr geehrte Damen und Herren, der Zug wird in jedem Moment einfahren und Ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen. Entschuldigung, ist gerade unpassend, ich weiß. Und das Ziel dieser Welt wird erfüllt werden. Was meinst du damit? Warte mal, halte mal eine Sekunde an. Alle Schauspieler sind hier? Schauspieler? Wow! Diese Spiegelwelt entwickelt sich um dich herum, Mishiro. Du hast hier die dominierende Stellung. Einst kam ein... ein depressives Mädchen... Mädchen an den Spiegelsee und wünschte sich... Ich wünschte, dass mein Leben niemals existiert hätte. Es war ein sehr starker Wunsch und um diesen zu erfüllen, wurde diese Spiegelwelt erschaffen. Es war einfach nur dafür gemacht, um ihr den Wunsch zu realisieren. Die anderen Seelen waren ja einfach nur so kleine Extra-Gimmicks, die hier mit reingezogen wurden. Sie sollte ihren Wunsch hier in dieser Welt erfüllen sollen, tun, aber das konnte sie nicht. Weil sie zusammengebrochen ist, bevor sie das konnte. Aber da sie nun mal der Erschaffer dieser Welt war, hat sie alles verloren. Auch ihre Erinnerung und ihren Wunsch. Also wusste sie weder ihr Ziel, noch wer sie war und wanderte... Ja, verloren in dieser Welt umher und ging irgendwann verloren, wer hätte es gedacht. Aber das ist jetzt in der Vergangenheit. Eine abgeschlossene Geschichte. Nicht in der Lage, ihr Ziel zu erreichen, existierte diese Welt weiter. Immer mehr Seelen in diese Welt saugend, welche in der Nähe des Sees gestorben sind, mit starken Wünschen. Das war Utsuru Hinohara. Ja, sie wandert selbst heute noch durch diese Welt. Schwester! Mehrere Jahre, seitdem das Mädchen sich in den See gestürzt hatte. Glücklicherweise hatte sie den gleichen Wunsch. Ach so, das ist jetzt wieder Mishiro. Einige Jahre danach hat sich ein anderes Mädchen in die Fluten gestürzt und glücklicherweise hatte sie den gleichen Wunsch wie der Erschaffer dieser Welt. Sodass diese Welt endlich ihr Schicksal erfüllen konnte und sie wählten diese neue Seele, um diese zu kontrollieren. Und seitdem du den gleichen Wunsch in dir trägst, wurdest du der neue Ruler und hast den originalen Ruler einfach mal in die Ecke geschubbt. Der Wunsch, den diese Welt brauchte, blieb der gleiche, nur die Person im Inneren der Welt wurde ersetzt. Ich wurde der Herrscher dieser Welt? So hat sich's aber nie angefühlt. Dieser ganze andere extra Riffraff fühlte Eifersucht auf dich. Und sie dachten immer noch, dass der gebrochene vorherige Herrscher der eigentliche richtige Herrscher ist. Und vielleicht haben sie deswegen sich ein oder andere Mal in deinen Weg gestellt.
Aber nichtsdestotrotz hast du erfolgreich alle Spiegel zerbrochen, ohne Wochen oder Monate an Zeit zu verlieren. Du hast einfach alle kaputt gehauen und alle Erinnerungen ausgelöscht, in Form der Spiegel, die deine Vergangenheit enthalten. Und ich habe ja alle deine Aktionen verfolgt, also kann ich das auch bestätigen. Die wird ja einen von allen gestalkt. Aber es ist noch nicht vorbei. Diese Seele des Jungen ist absolut notwendig für die totale Auslöschung deines Lebens. Entschuldigung. Weil er einfach zu bedeutsam für dich ist. Ohne diese Seele auszuradieren, kann dein Leben nicht auf Null gesetzt werden. Dass die hier alle rumschreien. Furchtbar. Also war es niemand anderes als du selbst, die ihn unbewussterweise an diese Welt gebunden hat. Dass du ihn einfach durch deine Hand töten konntest. Hä? Du sagst mir jetzt aber nicht wirklich, dass ich Ayato töten muss. Was ist das Problem? Du wirst dich vielleicht für eine Sekunde schuldig fühlen, aber gleich danach hast du niemals existiert. Michiru, du leidest immer noch sehr, hä? Du ähnelst meiner Schwester immer noch sehr. Auch als eine Seele, hast du den gleichen Wunsch. Wenn du mich tötest, dann wirst du frei von jedem Schmerz sein. Gleich nach meinem Tod wird dein Konflikt enden. Es ist deine Welt. Du kannst die Wahl treffen. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin einfach mit so vielen Personen und Geschichten konfrontiert worden, als ich hierher kam. Ich habe in meine Vergangenheit zurückgeschaut und habe sie ausgelöscht. Aber ist es denn wirklich richtig, es so hinzudrehen, als ob ich niemals existiert hätte? Wenn ich zurückdenke, war es ein langweiliges Leben. Ich würde nicht einmal sagen, dass ich irgendwas an Glücklichkeit erfahren habe. Aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich das gleiche Leben noch einmal leben würde, würde ich das absolut verneinen, ohne Zweifel. In der Tat würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich es gehasst habe. Ich wünschte, dass mein Leben niemals existiert hat. Und dennoch habe ich gelernt, dass meine Mutti und mein Vati mir das Beste gegeben haben, was sie konnten. Auch wenn sie ziemlich faul waren. Und ich weiß, dass es eine Person gibt, welche mich wertschätzte. Die so weit ging, mir in diese Welt zu folgen, um mich aufzumuntern. Kann ich das wirklich alles so hindrehen, als ob es niemals passiert ist? Und das ist noch nicht alles. Yuzu und Utsuro. Also, während ich hier Yuzu und Utsuro sehe, hatte ich einen Gedanken. Wenn Utsuros Leben niemals existiert hätte, was wäre dann aus Yuzus Gefühlen geworden? Verzweifelt wendete sie sich an die schwarze Magie, tötete sich selbst und lief in dieser Welt für Jahre umher. Alles nur, um zum Schluss zu realisieren, dass ihr Wunsch daraus besteht, sie hier noch einmal zu treffen. Was würde damit passieren? Ich treffe die Entscheidung, dass ich meinen Wunsch erfüllen möchte oder nicht. Aber ich möchte, dass Utsuro das auch sieht. Weil es ihr gleicher Wunsch ist. Und das ist ihre Welt, die ich geerbt habe. Nur, auch wenn es nur in Teilen ist, habe ich über Utsuros Geschichte durch die Spiegel erfahren und den Sinn der Spiegel erfüllt. Ayato und Yuzu, ihr beiden hier. Mit diesen zweien bin ich mir sicher, können wir Utsuros Erinnerungen zurückholen. Natürlich, vielleicht ein wenig davon. Wirklich? Schwester. Gedächtnis. Hör zu, Utsuro Hinohara. Du musst dich erinnern. Deine Geburt, dein Tod und diejenige, die du geliebt hast. Yay! Michiru sprach sehr lange von den Dingen, die sie gesehen hatte und in dieser Welt gehört hatte. Von ihrer Mutter Tamaki, ihrem Vater Rinzu, der Hinohara-Familie, mit der sie zusammenlebte, von Yuzu,
Sie sprach über Zuros Spiegel, von denen sie wusste, dass es ihn gab. Achso, ich dachte, das geht jetzt noch weiter. Und da ist er wieder. Ich verstehe. Das habe ich schon eine lange Zeit nicht mehr gefühlt. Uzuru! Yuzu, du Dummkopf! Ich habe dir doch gesagt, du sollst mich vergessen, nachdem ich sterbe. konnte ich einfach nicht. Bist du das wirklich, Schwester? Bin ich, Ayato. Auch wenn ich ja geendet bin. Oh Gott, ist das traurig. Ich hatte nicht vor, diese Welt dir zu übergeben. Ich hatte sogar darüber nachgedacht, dich zu töten. Und mir die Kontrolle durch Gewalt wiederzuholen. Und das umso mehr jetzt, wo ich mich an meinen Wunsch erinnere. Ich möchte meine Mutter auslöschen und meinen wahren Vater. Einfach mein Ich. Warte, Alas? Okay, keine Ahnung, was das ist. Indebted. Okay. Also, sie wurde halt, ich weiß nicht, ich denke mal, sie hat gesagt, sie ging verloren. Es ist ein Fakt, wenn du nicht hier gewesen wärst, wäre mein Verstand so fragil, also in diesem fragilen Zustand für immer gewesen. Tu, was du willst, bevor ich meine Meinung ändere. Meine Wahl ist... Ich werde meinen Wunsch definitiv nicht erfüllen. Weil wir wissen ja, dass sie ja noch gar nicht tot ist. Ich werde es nicht tun. Ich kann das nicht mehr. Dads heimlicher Schmerz, Mamas schmerzvoller Einsatz, Even Ryotaros unnatürliches Bedauern und unnatürliche Besorgnis für mich. Ich kann das doch nicht einfach alles ungeschehen machen. Geht doch nicht. Für jeden Spiegel, den ich zerbrochen habe, habe ich jemanden aus meinem Leben verloren, den ich kannte. Und ich habe mich genauso und ich werde genauso von Ayatus Welt mich entfernen oder verschwinden. Aber wofür ist dann Ayatu gestorben? Was hat Tamaki dann bisher erreicht? Wenn es nur um mich geht, dann ja. Aber ich kontrolliere die Gefühle der Leute um mich herum. Dafür habe ich kein Recht. Das ist nicht mehr mein Wunsch. Bist du dir deswegen wirklich sicher? Was auch immer du denkst, was auch immer du weißt, es wird nichts irgendwie ändern. Gibst du deinen Wunsch immer noch ab? Tu ich. Ich verstehe. Ich, die Spiegelwelt, akzeptiere, dass der Wunsch reklamiert wird. Es ist der Grund für das Enden hier. Hä? Diese Welt kann erst verschwinden, wenn der Wunsch des Herrschers erfüllt ist. Oder mit klaren Worten reklamiert worden ist. Es wird nicht einfach mehr in der Luft hängen wie bei Uzuru. Also wird hier jeder verschwinden? Natürlich außer dir, Mishiru. Hä? Um direkt auf den Punkt zu kommen, du bist noch nicht tot. Hä? Deine Seele hat nur den Körper verlassen. Aber dein Körper ist noch nicht tot. Du hast dich ertrunken, aber glücklicherweise hat dich ein Passant gefunden. Er hat dich zur richtigen Zeit gerettet und an bewusstlos wurdest du gerettet. Es war ein Fehlschlag. Mishiru. Wenn deine Seele diesen Raum hier verlässt, wirst er zurück in deinen Körper gezwungen. Aber was du in dieser Welt getan hast, wird nicht einfach weggestrichen. Die Erinnerungen, die du ausgelöscht hast, werden, indem du die Spiegel zerbrochen hast, werden nicht zurückkommen. Auch wenn du zum Leben zurückkehrst. Du hast deinen Wunsch nicht wirklich ausgetragen. So ist die aktuelle Vergangenheit nicht verschwunden. Aber deine Erinnerungen sind es. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass du ein wenig mit mir gesprochen hast. Aber die Dinge, die am Spiegelsee passiert sind, die sind weg.
bist du immer noch bereit, diesen Ort hier zu verlassen? Kannst du in einer Welt leben, wo du bereits aufgegeben hast zu leben? In der du zuvor aufgegeben hast zu leben. Ich werde leben, weil ich noch nicht tot bin. Ich möchte nicht einfach das Leben wegwerfen, was du, Ayato, so beschützt hast. Und bei Discarding the Wish ein. Achso, und bei indem sie den Wunsch weggeht, den sie ja von Otsuru geerbt hat, denke ich, dass es eine Ehre für Yuzus Gefühle ist. Ich verstehe. Das ist dann ein Relief. Ich kann den Wunsch meiner Schwester nicht verstehen. Aber du hast die Entscheidung für sie getroffen. Es klingt jetzt zwar etwas seltsam, aber ich möchte, dass du an der Stelle meiner Schwester lebst. Ich möchte, dass du beweist, dass das Aufgeben... ich möchte beweisen, dass in dem Moment, wo du den Wunsch aufgegeben hast, dass es das richtige Ding war, das zu tun. Es war richtig, den Wunsch einfach zu reklamieren. Kann man das nicht einfach so hinschreiben? Lächle für meine Schwester. Das ist auch mein Traum. Ich werde es versuchen. Es gibt ja auch noch ein paar mehr Leute, die das wertschätzen würden. Es gibt noch ein paar mehr Menschen, die über deinen Tod traurig wären. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, aber ich gehöre zu ihnen. Diese Welt ist nicht voller Unglückseligkeit, siehst du? Also habe ich mein Bestes getan, um dich aufzumuntern. Du hast wirklich irgendetwas an dir, weißt du? Du hast dich wirklich selbst aufgerappelt. Du hast nicht nur über deinen eigenen Wunsch etwas erfahren, auch meinen und Yuzus und Utsuros. Der alte Ryotaro wird nicht mehr viel sagen. Versuche mit Schwesterchen klarzukommen, wenn du zurück bist. Richtig. Ich werde sie konfrontieren. Danke, Mishiro. Dank dir bekam ich meine Erinnerungen und meinen Wunsch zurück. Ich habe über Utsuros Geburt und Tod erfahren und konnte ein letztes Mal mit ihr reden. Ich bin befriedigt. Vielleicht ist es nicht immer glücklich, zu dem alten Leben zurückzukehren, Mishiro. Aber ich bin mir sicher, du kannst mit allem fertig werden. Du hast hier so viele Menschen gerettet. Mishiro. Hinterlasse bitte irgendetwas an meinem Grab. Es ist dann ungefähr so, als ob du Hi sagen würdest. Okay, ich werde definitiv dein Grab finden. Ich habe verloren in dem Moment, als ich zusammengebrochen bin, denke ich. Ich werde nicht weiter das Unheil anziehen. Ich kann das Ergebnis akzeptieren. Aber ich kann nicht, auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich zum Schluss komplett befriedigt bin. Ayato, der mich als eine Schwester bewundert hat, und Yuzu, die mich in ihrem Leben gebraucht hat. Ich bin zufrieden mit dem Fakt, dass ich zum Schluss noch ein wenig mit ihnen reden konnte. Aber dennoch werde ich... I'll fade away the resenting that... Aber dennoch werde ich... sterben. Aber resenting weiß ich jetzt nicht, irgendwas mit Rinze und der Frau Tamaki. Kann ich ihnen wirklich dafür vergeben? Das ist wahr. Tut mir leid, dass ich die Welt einfach übernommen habe. 7 Jahre und es endet so. Na, solange der Herrscher zufrieden ist, denke ich, ist alles okay. Wird Utsuro jetzt in den Himmel kommen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommt, aber... Aber sie wird definitiv frei von dieser Welt sein und kann dorthin gehen, wo immer sie will.
Na, ob das so gut ist? Das ist gut. Ich sagte Herrscher, aber... Du bist jetzt sowas wie jemand, der in die Ecke geschubbt wurde, technically. Also auch ein Versager in dem Sinne. Michiro. In dem Moment, wo du zurück bist, werden sich die Dinge beruhigen. Du könntest mein Atelier besuchen. Es ist nicht komplett, natürlich, aber... Ich möchte, dass du das Gemälde siehst, was ich von dir gemalt habe. Okay, ich werde es mir ansehen. Ich bin etwas, ich habe etwas Angst, wie viel ich vergessen habe. Aber ich werde keine Zeit mehr in dieser Welt verlieren. Ich werde mir nie wieder wünschen, dass ich die Erlebnisse auslöschen möchte, die noch kommen werden. Es ist Zeit zu gehen. Ja, das war doch in der Tat ein schönes Ende. Wir haben das Schattenmädel befreit. Und bekommen lustige Musik. Danach kam ich im Krankenhausbett wieder zu mir. Tatsächlich bin ich wirklich gerettet worden. Und meine Seele kehrte sicher in die aus der Spiegelwelt zurück. Meine Mutti war da. Schaute mich in einer Art und Weise an, die wie sie es seit Jahren nicht getan hatte. Michiro, du bist wach. Dank Gott dafür. Oh, danke Gott dafür. Ich hatte gedacht, wenn ich dich auch verloren hätte. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe dich viel zu hart rangenommen, habe ich nicht, oder? Meine Mutter war schockiert über den Suizidversuch und entschuldigte sich für ihre harten Disziplinarmaßnahmen. Mein Kopf fühlte sich sehr schwer an und ich erinnerte mich daran, dass sie meine Mutter war, welche sehr streng zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass das wirklich real war. Und als ich darüber nachdachte, überkam mich Angst und ein ungutes Gefühl gegenüber meiner Mutti. Aus diesen Erinnerungslücken. Aber es ist in Ordnung. Ryutaro hat mir gesagt, hatte mir über den Druck der Usuis erzählt. Und wie der Tod den Verstand meiner Mutti taxiert hatte. In dem Moment, wo ich in der Lage war, das zu akzeptieren, war es einfach, die Hand meiner Mutter zu halten. Mein Gehirn hatte sehr unter den Erinnerungslücken gelitten und ich konnte mich nicht mehr an meine vergangenen Events erinnern. Ich erinnerte mich daran, dass Ayatur irgendwie wichtig für mich war, aber ich hatte keine konkreten Erinnerungen von ihm. Aber ich erinnerte mich daran, dass ich in der Spiegelwelt mit ihm gesprochen habe und das gab mir ein warmes Gefühl. Ich erinnerte mich sehr klar an Yuse und Ryotaro. Ich hatte sie nur in der Spiegelwelt getroffen. Ach, hier haben wir ihn, den Spiegelsee. Michiro Usui, nicht wahr? Hallo, ich bin Seiichi Hinohara. Einige Tage, nachdem ich das Krankenhaus verlassen habe, kam mich ein Mann besuchen. Sein Nachname klang irgendwie vertraut. Sind Sie etwa Ayatus? Ja. Danke, dass du mit Ayatus so gut ausgekommen bist. Seiichi Hinohara, ich habe Seiichi übrigens falsch geschrieben, auf diesem Facebook-Ding. Okay. Seiichi Hinohara war also Ayatus Vater. Was bedeutet, dass er derjenige war, der Tamaki geheiratet hat. Und er war der Vater, mit dem Utsuro aufgewachsen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen sollte. Aber ich bin wirklich froh, dass du dein Bewusstsein wiedererlangt hast. Der Fahrer, der auf dich und Ayato zugerast ist, ist nicht länger unter uns. Ihr Körper wurde im Spiegelsee gefunden, in einem Auto, das in Flammen aufging. Er meinte Tamaki, seine Frau. Aber aus Seijis Perspektive... Aber aus Seijis Perspektive wäre es unmöglich für mich, Tamaki zu kennen.
Ich fühlte, dass es einfach besser war, still zu sein und ihn nicht mit unnötigen Anmerkungen zu verwirren. Sie war meine Frau. Wir haben uns an der Schule kennengelernt. Sie war ein bisschen merkwürdig, total kunstverliebt. Eine naive Frau mit einem runden Lächeln. Oder einem kreisförmigen Lächeln, das wäre aber irgendwie, weiß ich nicht, das macht keinen Sinn. Mit einem breiten Lächeln, aber das klingt, na okay, lassen wir das. Ihre letzte Sünde kam... Die letzte Sünde auf dem Ende eines langen Weges der Verzweiflung, aber ich werde dich nicht darum bitten, ihr zu vergeben. Aber es ist alles in Ordnung. So, könntest du vielleicht Ayatos Grab ab und zu besuchen? Natürlich. Nicht nur Ayato, auch Uzuru und Hamaki. Jetzt vielleicht könnte ich auch ein paar Gebete sprechen. Oh, das ist wirklich aber ein rundum Happy End. Und ich verstehe nicht, warum man das mit multiplen Enden gelöst hat. Wirklich nicht. Es fühlt sich sehr nostalgisch an. Ich werde mir jetzt Ayatos Gemälde angucken. Oh ja, hier haben wir uns in die Luft gesprengt mit dem Feuerlöscher. Hey, der hat ja gar nicht gemalt. Jep, wir gucken es uns mal an. Jetzt wahrscheinlich. Es hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich möchte, dass du... Es ist das Share, oder habe ich das falsch übersetzt? Ich möchte, dass du den Traum meiner Schwester lebst? Nee. Ich möchte, dass du beweist, dass es nicht richtig ist, sich zu wünschen, dass man nicht existiert hätte oder so. Lächle für meine Schwester. Das ist auch mein Traum. Ah, verstehe. Ayato Hinohara. Blank Dream. Oh Gott. Oh Gott. Wirklich ein sehr schönes Gemälde und ein Rolling Credit. Das hat er sich also gewünscht. Ein Lächeln von beiden. Hä? Ayato? Es ist... Oh nein, jetzt fängt ihr an mit Weinen. Da kriege ich auch Pipi in die Augen. Nein, hallo. Es ist kein Traum mehr. Oh, das ist ja furchtbar. Ah, jetzt zu dem Zeitpunkt guckt sowieso keiner mehr zu. Da kriegt keiner die Tränen mit. Oh. Blank Dream. Planung und Kreation von Kanavo. Die Geschichte. Wahrscheinlich auch von Kanavo. Genau. Oh. Die Charaktergrafiken von Kanavo. Können wir nicht einfach alles hintereinander schreiben und sagen, alles von Kanavo. Ah, nee, die Bilderressourcen kamen von Kimagure After, Nani Kashira Tsukuru, White Patisserie, Phoenix Dwelling, Nico Nikomons. Die Musikquellen sind von Kanavo, Presence of Music, Pocket Sound, Sound Arbor, Sound Effect Lab, Mao Damashi, Nico Nikomons wahrscheinlich. Scripts von Artificial Providence, Blue Red Zone, Kakao Soft, Kriavas Nest, Parasite 2D6 RPG House und Windmesser. Wooden Cool, Empty Dream, Drink Illusion, Mikagami Workshop, Graffiti Electronic Notebook, Debugging von Surau. Ach, nur von Surau, Entschuldigung. Und erstellt 2015 von Teriyaki Tomato. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Wirklich war ein sehr schönes Projekt. Ich habe da nur noch ein bisschen was zu kritisieren. Aber das möchte ich mir an dieser Stelle verkneifen. Das werde ich gleich dann vornehmen, wenn wir uns dann den Stammbaum noch ein bisschen genauer ansehen, beziehungsweise die Figurenkonstellation.
Weil durch diese ganzen Übersetzungen, teilweise habe ich ja doch gestockt bei den Übersetzungen, wie gesagt, wie auch schon mehrmals im Let's Play angesprochen. Es wird manchmal ein sehr komisches Englisch gesprochen und deswegen einfach nochmal, es wird keine inhaltliche Zusammenfassung der Story sein, aber dass man so ein bisschen weiß, wie die Leute zusammenhängen. Okay. Ich wollte immer zu einer ihrer Ausstellungen gehen. Sicher genug. Ich bin mir ganz sicher, sie trägt das Blut des verrückten Genies Rinzu Usuis in ihren Adern. Oder das Blut fließt durch ihre Adern. Ich dachte, ich sah auch einen Hauch von Rinzu. Aber sie hat sich selbst, hat es sich selbst beigebracht. Es ist, sie ist total anders von Rinzus Kunst. Ha, wie ungewöhnlich. In ihren 20ern ist sie schon ziemlich weit entwickelt mit ihrem Stil. Nicht mit ihrem Wesenstil, sondern mit ihrem Stil. Sie... Ach so. Sie ruht sich also nicht... Sie überholt nicht nur ihren Ahnen. Rinzu war eher der Realist, weil während sie eher so die Impressionistin ist. Also die so Eindrücke einfängt. Das ist wahr. Ich habe regelrecht die Spiegelwelt gefühlt. Die war so ungewöhnlich und abstrakt, das könnte... Im Gegenzug zu Rinzus Stil. Sehen ist Glauben. Du kannst diese einzigartige Stimmung in ihrer Kunst von einem einzigen Blick einfangen. Sicher, sicher. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt, das zu sehen. Ihr grandioses Meisterwerk von ihr berühmtestes Meisterwerk von allen. Ihre... Ja, ich würde das jetzt sehen! Ending 1, Blank Dream, her fantasy to live in a dream within white canvas. Ihre Fantasie, in einem Traum zu leben, mit weißer Leinwand. Ja, was ist jetzt ihr größtes Kunstwerk? Ich will's wissen! Hey! Welches ist ihr größtes Kunstwerk? Ich will das wissen! Höchstwahrscheinlich ein Bild von allen. Mit Yuzo, mit Uzuru, mit Ryutaru und, weiß nicht, mit allen einfach. Das ist ihr Meisterstück. Und sie hat angefangen, selbst zu malen. Finde ich gut. Gut, dann erst einmal Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr so weit geschaut habt. Dankeschön, wirklich. Ich merke es eindeutig, die wenigsten haben wirklich noch die Motivation, auch ein Projekt zu Ende zu schauen. Man sieht es immer ganz deutlich. Der erste Part von einem Let's Play-Projekt hat noch ganz viele Aufrufe, noch ganz viele Kommentare, manchmal auch ein paar Däumchen. Aber das nimmt er dann so kontinuierlich ab. Und deswegen nochmal einen umso größeren Dank an euch, dass ihr euch das bisher angeschaut habt. Was danach folgt, müsst ihr selber entscheiden, ob euch das noch interessiert. Wenn ihr die Geschichte bis hierher soweit verstanden habt, ist das ja vollkommen in Ordnung. In der nächsten Folge... Keine offizielle Folge des Let's Plays, werde ich einfach nur nochmal auf die Konstellation eingehen, der einzelnen Figuren und nochmal eine kleine Wertung zu diesem Spiel abgeben. Bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen, aber hin und wieder ein wenig Kritik muss man ja auch anbringen. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal an euch, an die treuen Zuschauer, dass ihr hier mit dabei wart bei diesem Let's Play-Projekt und ich hoffe, das nächste Let's Play-Projekt wird euch auch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Projekt hat euch Spaß gemacht. Ja, und bevor ich mich jetzt noch 5-mal wiederhole, einfach Tschüssikowski.